Wir bleiben beim Thema Hautreinigung, aber wir gehen einen Schritt weiter. Wir reden über Skin Detox und wir wechseln unseren Aufsatz und setzen ein unser intensives Peeling Tool. Das ist auch, ich nenne es gerne Schaber, um ehrlich zu sein. Das ist ein guter Begriff dafür. Ich habe es jetzt eingesetzt, das heißt, das Gerät, ich muss hier nichts verändern, weiß einfach von alleine, wenn ich den Anknopf drücke, welche Frequenz es braucht, damit dieser Aufsatz nun unsere Haut so richtig tief reinigen kann. Wir kommen nun tatsächlich zum ersten Mal in unserem Pflegeritual mit der Ultraschalltechnologie in Berührung. Weil in diesem Kopf oben ist ein Ultraschallgenerator eingebaut. Und wenn wir jetzt mit dieser Schaberfunktion über die Haut fahren, dann wird vorne an der Kante eine Ultraschallwelle auf die Haut übertragen. Wichtig ist, dass ich die Haut anfeuchte. Ja, das ist so. Also man muss über die Ultraschallwellen klein wenig ausholen, was man da eigentlich vor sich hat. Ultraschallwellen sind mechanisch erzeugte Schwingungen. Und diese Schwingungen haben aufgrund ihrer Frequenz und ihrer Wellenlänge auch einen großen Energieinhalt. Wenn wir die Ultraschallwelle auf die Haut übertragen, da steckt ein gewisser Impuls dahinter. Und der Impuls ist physikalisch ausgesprochen die Geschwindigkeit multipliziert mit der Masse. Und das ist der Impuls. Das heißt, wenn ich mit der Welle ankomme, wird auf die Haut eine Wirkung erzeugt. Und wenn wir dann die Energie hinter dieser Welle auch berechnen, die lässt sich über die Frequenz auch sehr exakt berechnen, dann kommt da eine Geschichte heraus, dass wir den Impuls nochmal mit der Geschwindigkeit multiplizieren. Dann haben wir die Energie, die übertragen wird. Und das ist Einsteins Formel, Masse mal Geschwindigkeit im Quadrat. Und an der Luft, wenn wir jetzt ohne Feuchtigkeit über die Haut fahren, dann bewegt sich diese Welle mit Schallgeschwindigkeit fort, also etwa 1000 Kilometer in der Stunde oder 300 Meter pro Sekunde. Das ist schnell. Wenn wir jetzt, und das ist das Wichtige bei dieser Art, wenn wir eine Flüssigkeit auf die Haut auftragen, also unser Gesichtswasser, in dem Skin Toner, dann bewegt sich eine Ultraschallwelle in einer Flüssigkeit um ein Vielfaches schneller. Nämlich hier in einer solchen Produkt auf wässriger Basis etwa mit 2,5 bis 3-facher Überschallgeschwindigkeit. Wahnsinn. Also das ist die Geschwindigkeit, die man heute von modernen Düsenjets kennt. Ja. Und da können Sie sich nun Folgendes vorstellen, wenn also die Ultraschallwelle jetzt durch dieses flüssige Medium durchsaust, dann werden automatisch durch die Druckabfall, die Welle schiebt quasi das Wasser vor sich her und reißt aus der Flüssigkeit heraus auch einzelne Wassermoleküle. Die verdampfen sofort und man kann das auch bei eingeschalteten Geräten. Das zeigen wir gleich mal. Das ist aber der Reinigungseffekt durch diesen Wasserdampf, der entsteht. Und die Energie hat mindestens, also solche Moleküle, eine Schwingungsenergie. Wir kennen das, wann geht denn Wasser aus dem flüssigen Zustand in den gasförmigen über bei 100 Grad. Also spielt sich hier schon auch temperaturtechnisch einiges ab. Aber wir spüren davon nichts. Nein, ich wollte gerade sagen, das Ganze hört sich gerade wirklich nach, also es ist ja wahnsinnig physisch, was da passiert. Aber das ist schmerzfrei. Das ist hitzefrei und es ist auch schonend für die Haut. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu. Das Besondere, warum diese Art des Peelings als sogenanntes Kavitätspeeling genannt wird, ist an der Stelle, wo die Wassermoleküle das Wasser verlassen haben, entsteht eine kleine Höhle, Kawa, die Höhle. Und diese kleinen Höhlen, die sich im Wasser befinden, das muss ich das so vorstellen, das Wasser ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse, weil die Wassermoleküle teilweise verschwunden sind, aber die bleiben nicht lange, diese Höhlen, und implodieren. Da kommen also Wassermoleküle aus der Flüssigkeit selber wieder und fließen in die Lücken hinein. Und das ist eine Implosion, was dem Ganzen noch mehr Schub verleiht. Ja. Und das ist eigentlich der Effekt, der ausgenutzt wird, wenn wir beim Optiker unsere Brillen hin und wieder im Ultraschallbad reinigen lassen. Wir kennen also Brillenträger kennen diesen Wahnsinnseffekt. Richtig. Und die Wucht, wenn also solche Ultraschallwellen oder dann die Flüssigkeitsbläschen oder die einzelnen beschleunigten Wassermoleküle auf lose Strukturen stoßen, das reißt alles mit. Unterm Strich haben wir auf der Hautoberfläche bei einer solchen ganz einfachen, ohne Kraftaufwand, mit so einer Bewegung können wir hier einen Tornado auf der Haut erzeugen. Ein Reinigungstornado, ein Detox-Tornado. Ja, das ist mir eingefallen, weil das sind dermaßen physikalisch komplexe Aktivitäten, die auf der Haut stattfinden. Aber man muss es nochmal betonen,
Wir merken davon nichts. Nein. Weil das sich alles im Mikromaßstab abspielt, aber man kann das sehr schön demonstrieren. Und was aber auch das Besondere ist, nicht irritieren lassen, wenn man das Gerät einschaltet, man hört erstmal nichts. Fast nichts, außer man hat ganz gute Ohren. Ich habe gemerkt, ich höre so ein ganz leichtes Surren. Das kann passieren, wenn man sehr gute Ohren hat. Ja, das ist richtig. Aber normalerweise sind Ultraschallwellen in einem Frequenzbereich, der leider unserem Gehör verschlossen ist. Wir sind keine Fledermäuse, die können das sehr gut. Und ich würde mal sagen, denen würde die Umgebung jetzt nicht so gefallen, weil das natürlich so ein Ohr, das Ultraschallwellen empfangen kann, als Störfaktor natürlich empfunden wird. Aber gut. Gott sei Dank hören wir das nicht. Genau. Dieser Aufsatz, dieser Kavitationseffekt hat einen super Vorführeffekt, den man wirklich zeigen kann, weil man sieht, dass, was Sie erklärt haben, super, indem man die Haut gut anfeuchtet, das Gerät einschaltet und einfach einmal ohne Druck über die Haut geht. Und dann sieht man wirklich, wie das Wasser verdampft, kann ich sagen. Absolut genial und dabei die Haut intensiv reinigt. Also dieses Kavitationspeeling, dieser Skin Detox, den empfehlen wir ein- bis zweimal wöchentlich anzuwenden. Davor die Haut natürlich zu reinigen, aber nicht mit unserer Reinigungsbürste, sondern ganz einfach per Hand. Und das Gesicht dann gut anfeuchten, wirklich gut anfeuchten mit unserem Gesichtstoner. Das verstärkt auf jeden Fall den Effekt. Ja, und dann geht man in einem ungefähr 45-Grad-Winkel von innen nach außen, von unten nach oben, über die Haut, ohne Druck. Das macht man wirklich sanft zur Haut und schabt sozusagen über die Haut. Ja, diese obersten Hautschichten, die eigentlich relativ locker gebaut sind, die kann man nach und nach auch abtragen. Ne? Genau, das heißt, wir entfernen abgestorbene Hautzellen, sodass die Haut wirklich frischer und praller aussieht. Und wir stimulieren dadurch so ein bisschen die Zellerneuerung. Und was ganz spannend ist, finde ich, und deswegen reden wir auch über Detox, wenn man das ausprobiert und man schabt so schön, dann sieht man ziemlich schnell, dass man vor dieser Spitze, dass sich da etwas sammelt. Und das ist nämlich Talg, Sebum aus den Poren. Das können Mitesser sein. Das sind diese abgestorbenen Hautschüppchen. Und macht es mal so, dass ihr nach jeder Bahn, die ihr zieht, diesen Spatel in ein Kosmetiktuch abwischt. Das würden wir sowieso empfehlen, weil das dann nochmal der hygienischen Anwendung beiträgt. Und man sieht wirklich, was man aus der Haut rausholt. Das ist also wirklich, wenn man sich vorstellt, unser Cleansing Brush, unsere Reinigungsbürste, das ist, wenn wir jetzt über das Brillenbeispiel sprechen, die Reinigung mit Wasser zu Hause und einem guten Mikrofasertuch sozusagen, und man denkt, die Brille ist sauber, und sie ist ja auch sauber auf der Oberfläche, absolut. Aber dann im Gegensatz nochmal den Detox ein- bis zweimal wöchentlich, das wäre das Ultraschallbad für die Brille, wo wirklich tiefliegender Schmutz gelöst wird. Wir kommen natürlich mit den Ultraschallwellen auch hier, wo die Haare, die durch die Hautoberfläche stoßen, da sammelt sich natürlich auch vieles an, wo man mit der Bürsten und den feinen Filamenten gar nicht mehr hinkommt. Mhm. Aber durch die Wucht der Ultraschallwelle und ihre Auswirkungen kriegen wir auch diese Stoffe, die sich irgendwo angesammelt haben, vielleicht sogar verkrustet sind, dazu neigen, dass gewisse Hautöffnungen von den Schweißdrüsen, von den Haaren verstopfen. Und dann kennen wir alle das Problem der Pickelbildung. Ja, oder so der Mitesser, eingewachsene Härchen, all diese Themen. Die schieben wir quasi auch quasi mit auf oder nehmen die Oberfläche ab davon. Und es wird alles beiseite geschoben. Also ein Schaber mit Effekt sozusagen. Unser intensives Detox-Peeling. Man hat die Anwendung gesehen, immer auf das angefeuchtete Gesicht, von innen nach außen, von unten nach oben. Und damit hat man eine absolute Tiefenreinigung, die verstopfte Poren, Blackhead, Whiteheads, wie sie alle heißen, wirklich sanft abtragen und entfernen und ein ultra sauberes Hautbild. Ja, seit einigen Tagen können wir das sogar noch mit einer Zahl unterfüttern. Wir lassen ja neben der immer noch laufenden Entwicklung unsere Studien auch an Probanden laufen. Und da stellen wir fest, dass jetzt, und jetzt kommt eine tolle Zahl, die Effektivität dieses Schabers gegenüber der Reinigungsbürste nochmal um einen Faktor 20 erhöht wird. Wahnsinn. Also das hat man vorher so auch noch nicht gemessen und gesehen. Also es wirkt auf jeder Hautoberfläche auch tatsächlich so. Ja. Und was machen wir nochmal zusammengefasst? Wir nehmen einfach die obersten Hautunebenheiten, die schaben wir quasi beiseite, wie mit einer Planierraupe wird das von weggeschoben. Und das sind wirklich die Ergebnisse, die man sonst nur aus einem Kosmetikstudio kennt. Aufgrund dieser intensiven Reinigungsleistung empfehlen wir es auch nur ein- bis zweimal die Woche und ansonsten die Reinigungsbürste für die tägliche intensivste Reinigung.